Heute geht es um Wasser. Finde den Fehler. Während in Holland langsam die Lichter ausgehen, ausgerechnet in Holland, wo man einst dem Wasser das Land abgerungen hat, Holland ruft die Wasserknappheit aus. In Deutschland, nein, Europa, sogar der ganzen Welt, die Schlagzeilen von Wasserproblemen sprechen. Am Bodensee fallen die Boote trocken, Trockenheit und Dürre gefährden Baumbestand. Der Katastrophenschutz warnt vor Wasserknappheit. Kommunen melden, Wasser wird knapp und überall brennt es, weil die Bäume vertrocknen und sich ohne Regen leicht entzünden. Selbst das Matterhorn ist ohne Schnee und die Bergwacht warnt vor tödlichen Steinschlägen. In Bayern denkt man derweil offen über die ersten Verbote mit Bußgeld nach. Und Deutschland stellt endlich fest, wir brauchen eine Strategie. Nur im Saarland, im kleinen Saarland, ist alles gelöst. Hier werden die gleichen Parolen rausgehauen wie vom vorherigen Umweltminister Joost, SPD. Die Frau Petra Berg, unsere Umweltministerin, ebenfalls SPD, gibt Entwarnung in Sachen Wasserknappheit. Im Saarland gibt es keine Wasserknappheit. Saarland hat sowieso mit Wasser und Umwelt keine Probleme. Tja, Frau Berg, hätten Sie mal Ihre Zahlen richtig analysiert und festgestellt, dass die uralt sind?